ich glaube, wir haben eigentlich immer im Leben Unsicherheit, nur sind wir uns das nicht bewusst. Und das Glattis ist gar nicht so glatt, es scheint nur glatt. Ich glaube, es ist fast glatter, wenn man das Leben bis 65 führt und dann feststellt, dass man gar keine Risiken eingegangen ist, obwohl wir in der Schweiz eigentlich perfekt abgesichert sind. Wir haben schon sehr, sehr viele Businesspläne geschrieben und haben die meisten verworfen. Anschliessend haben wir etwa 3 kleinere Unternehmen gestartet oder Ideen gestartet. Es waren noch keine Unternehmen gewesen. Dort haben wir vielleicht 500 bis 1000 Franken investiert, also wirklich Minimalbeträge. Wir haben keine anderen finanziellen Ressourcen gehabt. Und dort war eins darunter, zum Beispiel ganz teures Papier herzustellen. Weil wir gesagt haben, es gibt teure Kugelschreiber und Füllfederhalter, aber es gibt kein teures Papier, wo man könnte eine wirklich wichtige Botschaft draufschreiben. Das ist eins. So ein, und das ist gefehlt. Das haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Aber wir haben probiert, die Fehlers in einem Bereich zu machen, ökonomisch, der uns nicht tötet. Weil wenn man dann die Risiken so stark anhäuft, dass bei einem Fehler man Privatkonkurs, Konkurs und Privatkonkurs macht, ich glaube, dann ist es in unserer Gesellschaft relativ schwierig, wieder aufzustehen. Get Abstract war eine von den 4 Ideen, die wir im Verlauf der Jahre einst getestet haben. Und dann sehr früh hat sich das abzeichnet, dass das eine Idee ist, wo man wirklich als Energie investieren kann. Ich bin mit außerhalb vom Büro sicher mehr als 50% von der Zeit. Gerade jetzt bin ich zurückgekommen aus Südamerika, wo ich etwa 20 oder 25 potenzielle Kunden mit unseren Verkäufern vor Ort besucht habe. Ich glaube, das ist, wenn man als Geschäftsführer den Kundenkontakt aufgibt, dann verliert man wirklich das wichtigste Sensorium für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und das wäre ganz, ganz gefährlich. Also wie ich das mache, weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass wenn ich etwas mache, mache ich es entweder richtig oder ich lasse es sein. Das war immer ein Motto von mir und das begleitet mich bis heute. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die ich vollkommen unterstützen kann. Wenn man die Leidenschaft nicht leben kann, dann kann man nicht etwas aufbauen von null.